Schlange war so lang, das war ja Theater. Ich kläre das gleich. So, darf ich Sie erstmal bitten, im Halbkreis zusammenzukommen, damit ich Ihnen erst noch zwei, drei Dinge erzählen kann. Recht schönen guten Morgen, mein Name ist Klaus Kordes, ich bin der Kapitän, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Es ist Herbst, goldene Herbsteszeit, und da leuchten nicht nur die Birnen weit und breit, sondern auch der Nebel löst sich morgens sehr langsam auf. Und wir haben beschlossen, die Sache bewusst etwas hinauszuzögern und etwas zu trödeln. Der Teil unserer Besatzung noch auf dem Weg hierher ist, sind aus Frankfurt gekommen, auch da war heute Morgen Nebel. Ist nicht jeder so vom Schicksal beschenkt wie ich und darf hier in Norddeutschland wohnen, ist pünktlich zum Dienst, zumindest wenn es um Hamburg geht. Es wird alles noch ein wenig dauern. Wo macht Ihnen das Probleme? Ja, weil wir letztes Mal schon Nebel hatten, ist der Warn eine halbe Stunde später weg und so weiter. So schön. Der Nebel, also, ja gut, es ist jetzt heute besser. Ich weiß nicht. Ja, das na gut. Ist so. Das ist so. Sie können mich auch durch Ihre Stimmung nicht bewegen, irgendein Risiko mach für meine nichts. Gäste in Kauf zu nehmen. Das ist genauso einfach. Ich schlage Ihnen vor, Sie stellen Ihre Sachen hier mit zu unserem Krempel, das müssen Sie nachher noch verstauen. Und laufen ums Flugzeug, genießen das Wetter, morgen, fotografieren, morgen. Der Kone. Yep. Und tun Sie mir bitte einen Gefallen, laufen Sie nicht weit. Und Sie würden mir einen großen Gefallen tun, wenn Sie sich nicht in diese Schar, also der festgenommenen, einreihen. Dann wird der ganze Tagesablauf leichter. Also stellen Sie Sachen bitte dahin, wir verladen das noch anschließend. Wir haben auch schon einen Teil der Arbeiten für die fehlenden Kollegen vorgemacht. Aber die müssen natürlich auch noch davon überzeugen, dass ihr Teil gemacht ist. Es wird einen kleinen Augenblick dauern, aber wie gesagt, wir machen eine Reise zurück in der Luftfahrtgeschichte. Ah ja, alles klar. Gut, dann sage ich am Gate Bescheid. Ja. Ja, nochmal Krone, hallo. Ich habe den Gast erreicht. Der steht noch in der Sicherheitskontrolle. Und weil wir hier sicherlich noch eine halbe bis zwei Stunden stehen werden, wenn er dann nicht auftaucht, schickt ihn bitte. Ist das auch? Papa, das ist ein ja, oder, ja, weil das... Also die Gäste, die wir jetzt hier haben, sagen auch, dass sie zum Teil eine Stunde gebraucht haben. Schreiben Sie Herrn Schäuble, dass er ein Idiot ist. Ja. Ja. Ich auch. Ich schreibe es auch. Ja. Es tut mir leid. Dass ich der ist am Flughafen. Für die Firma Junker ist ganz typisch war in der Konstruktion. Und der Grund ist relativ einfach: Material so viel zusätzliche Steifigkeit verleihen, dass sie es insgesamt sehr viel dünner machen können. Und obwohl sie mehr Meter Blech brauchen, ist es am Ende leichter. Sie werden, desto größer wird der Widerstand. Auch wenn die Wellen nicht quer zur Strömungsrichtung sind. Die Oberfläche ist sehr viel größer und umspülte Fläche ist auch Widerstand. Für diejenigen, die aerodynamisch bewandert sind, laminare Grenzschicht, turbulente Grenzschicht, all diese ganzen Geschichten spielen eine Rolle. Wenn sie schneller werden, wird der Widerstand zu groß, dann ist der Gewichtsvorteil schwindend gegenüber dem Strömungsvorteil. Und deswegen findet man bei schnelleren Flugzeugen kein Wellblech. Sonst wäre es ja auch nur konsequent, den 318 Wellblech zu bauen. Ne? Wenn die Geschichte anders verlaufen wäre, würde der 380 vielleicht sowieso Junkers 852 heißen oder sowas. Aber naja, repariert, bis es wieder fliegt. Ich sage das deswegen so, weil der Nachbau eines Flugzeuges ein riesen Zulassungsproblem ist. Ja. Im Gegensatz zur Reparatur. Ja. Wir werden dieses Typenschild reparieren, bis es wieder fliegt. Zwei original Junkers L5 Motoren sind zur Verfügung. Und es ist jetzt eine Frage der Projektleitung, es wird noch ein paar Tage dauern. Das ganze Projekt ist etwas ins Hintertreffen geraten wegen der
Restaurierung der Superstar. Der Herr Kohn und ich, wir gehören zu den beiden Glücklichen, die auch die Superstar werden fliegen dürfen. Ich muss dann das hier leider dran geben. Aber 2 Jahre darf ich noch, dann sind es 23 Jahre, die ich auf der Ju geflogen sein werde. Und der Preis ist hoch, den ich zahlen muss. Aber das ist Superstar, wenn Sie bitte. Das ist die letzte Entwicklung der Lockheed Super Constellation. Ach so. Lufthansa hat 3 Stück gekauft, stehen drüben in Amerika. Eine ist auserkoren, leider nicht die alte Lufthansa-Maschine. Eine der 3 Maschinen ist eine alte Lufthansa-Maschine. Die TWA, ne? Die anderen beiden sind von TWA. Die Welt ist klein. Ich habe einen Focke-Wulf-Stieglitz-Doppeldecker. Ja. Zusammen mit einem pensionierten Kollegen, Didi Kraus, der auch hier auf der Ju geflogen ist, der aber schon auf der Maschine jetzt in Florida steht, die Delta Alarm, ja, als Co-Pilot geflogen ist. So klein ist die Flieger. Ne? Nebenbei, wenn ich etwas sagen darf, die Super Constellation war nach der Ausmusterung ist falsch, aus dem Liniendienst ausgeschieden, der erste Airbus, der überhaupt flog. Das stieg man in Frankfurt ein, zahlte 200 Mark. Das war der erste Airbus, das den hieß wir auch eigentlich so hatten. Das hieß auch der so. Hieß auch Airbus. Weil sie Füße auf dem Wasser kriegen, ne? Oder jetzt auf der Autobahn. Letzte Woche sind sie auf der Autobahn gelandet, weil sich da was gespiegelt hat, auf der A20 nach Berlin. Oder andersrum, ermöglicht die Erhaltung des Auftriebes trotz kleinerer Geschwindigkeit. Der Auftrieb bleibt trotz geringerer Anschwemmgeschwindigkeit erhalten. Das Problem ist aber, dass die Luft sich auch reibt. Kann man jetzt Strömung in den Ecken verliert. Dazu muss die höhere Druck wieder strömen und das ist die Gefahr hoch. Also da ist es schon. Damit das nicht geschieht, haben sie sich folgendes ausgedacht. Der Spalt, den Sie hier sehen, Diagramme, die zeigen, dass bei dieser Doppelflügelkonstruktion der Gesamtauftrieb größer dieses Flugzeug, das hat es so vielseitig verwendbar gemacht, kann dieses Flugzeug mit relativ niedrigen Geschwindigkeiten gestartet und gelandet werden und daraus resultieren die kurzen Start. Schäfer, Kapitän Schäfer, auch schon kurz vor der Rente, hat einen der alten Hauben gefragt, was hat der Engine-Felder gemacht? Der Engine-Felder müsste halt immer gleich mit dem Triebwerksausfall. Und der hat den Führer, was hat ganz keinen Führer befehlt. Das ist so die Basis, auf der wir, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, wir wissen, warum es zu spät kommt. Wir müssen uns bei Ihnen entschuldigen. Und die Lufthansa hat die Maschine früher mit BMW-Motoren und 2-Watt-Propellern geflogen. Soweit ist das richtig. Da muss man aber die Hintergründe kennen. Wenn Sie sich ein bisschen informiert haben oder interessieren, dann wissen Sie, dass der BMW-Motor R-Maschine so geflogen. Mit diesem Brett- und Whitney-Motoren und diesem 3-Watt-Propeller. Und bei der Umrüstung von 2 auf 3-Watt-Propeller, die wir nach der Amerika-Tour 1991 vorgenommen haben, haben wir uns auf alte Unterlagen der SAS stützen können. Bei der Zulassung dieser Konfiguration. Der Grund, weswegen wir umgerüstet haben, ist relativ einfach. Wir hatten vorher die gleichen Motoren mit dem 2-Watt-Propeller. Und der 2-Watt-Propeller lief 1:1 mit der Kurbelwelle. Und da liefen die Blattspitzen im Überschall. Und vielleicht erinnern Sie sich noch an diesen Wahnsinnskrach, den das Flugzeug beim Start gemacht hat. Verspäteten Flug von Hamburg nach Berlin. Es ist
der erste Flug heute, das wissen Sie ja, und die Maschine hat die ganze Zeit gestanden, weil wir eben in Berlin bis eben noch ungefähr recht schlechtes Wetter hatten, zumindest die Sichtmöglichkeiten sind nicht so gut, dass wir hier starten konnten. Aber ich denke, der Herr Cordes hat das schon erzählt. Ich möchte ganz kurz mich vorstellen, mein Name ist Henning Uhlemann und ich bin, wie man so schön sagt, der Purser an Bord, der Purser ohne Aufgaben. Es gibt kein Essen und kein Trinken, das ist ein super Flug. Ich bin also nur für die gute Unterhaltung zuständig und dafür, dass es Ihnen gut geht und dass Sie gute Laune behalten. Ich denke, von der Wettervoraussetzung her ist es einfach toll und insofern brauchen wir gar keine Sorgen haben. Sie merken schon, trotzdem ist draußen relativ kühl ist, hier drin ist es warm. Das liegt daran, dass dieses Flugzeug keine Klimaanlage hat und die UV-Strahlung dieses Flugzeug aufheizt. Wenn Sie es komfortabel machen wollen, ziehen Sie Ihre Jacken aus und tun Sie hier oben rein. Wenn wir dann gleich erstmal losgerollt sind und gestartet sind, dürfen Sie sich erstmal nicht losschneiden. So, zu dem Verfahren, zu dem Flug, wie gesagt, ich bin während des Fluges natürlich da und kann Ihnen eine ganze Menge zu diesem Flugzeug erzählen, aber ich hörte, Herr Cordes hat schon ausreichend Gelegenheit wahrgenommen, Ihnen einiges zu der Geschichte dieses Flugzeuges zu erzählen. Wir haben da hinten, wo wir reingekommen sind, einen Eingang. Das ist natürlich auch unser Notausgang. Und wir haben einen zweiten Eingang und der ist hier vorne. Und der geht so auf. Das machen Sie aber nicht während des Fluges, bitte. Nicht? Na gut. Okay. So, die Motoren werden jetzt angelassen. Es sind Kolbentriebwerke, wie Sie sicherlich schon erfahren haben oder auch wissen. Und diese Kolbentriebwerke brauchen eine gewisse Zeit, bis sie warm sind, bis sie also ihre Betriebstemperatur erreicht haben. Und erst dann dürfen wir losfliegen. Das dauert ungefähr so 10 Minuten. Unabhängig davon, wenn wir die Betriebstemperatur am Motor erreicht haben, werden wir auch einen Testlauf machen. Wir müssen die Propellerverstellung kontrollieren. Und wir müssen auch gucken, ob wir die maximale Leistung erreichen. Wie bin ich zur JU-52 gekommen? Ich bin eigentlich ursprünglich kein Flugbegleiter, sondern mache das nur in meiner Freizeit. Das ist also mein Hobby. Ich habe zwei Hobbys, Rasenmähen und JU-Fliegen. Da wir nur einen Rasenmäher haben, gehe ich jeden Konflikt und gehe dann lieber JU-Fliegen. Das mache ich also auch heute, was für schönes Wetter ist. Nein, ich komme bei der Lufthansa aus dem Linienbetrieb, außer Schulung. Ich bin bei der Lufthansa Flight Training tätig und bin verantwortlich für die Ausbildung unseres fliegenden Personals. So, das, wie gesagt, ist wirklich ein echtes Hobby. Hier mache ich aber, ich habe 20-jähriges Jubiläum auf der Linie. Ja? Ist aber auch nicht an mir spurlos vorbeigegangen. Sieht ein bisschen aus wie die EU. Ne? So, oben das so machen. So, ich möchte Sie dann bitten, dass Sie sich alle anschnallen. Und nachher während des Fluges haben Sie Gelegenheit, einen Blick ins Cockpit zu werfen. Mein Kollege, der Peter Sattler, wird dann seinen Platz frei machen. Sie fangen dann hier vorne an. Einer nach dem anderen kann mal ins Cockpit schauen. Sie können mit der Besatzung nicht reden. Es ist sehr laut. Sie können zwar reden, aber Sie kriegen keine Antwort. So. Ich denke, den Rest werde ich Ihnen über ein Mikrofon erzählen, dann können Sie mich ein bisschen besser verstehen und ich wünsche Ihnen einen schönen Flug. Danke.
hier sind, an Bord machen das auch noch ganz gut. Die Griechen fahren. Und dann brauchen wir trotzdem noch ein bisschen Sponsoren. Wir haben ja noch Bar, Pauli, Ruhe. Informationen von Herrn Cordes bekommen bezüglich dieses Flugzeuges. Und ich möchte natürlich das jetzt nicht alles wiederholen, das wäre natürlich auch ein bisschen Zeitverschwendung. Für die interessierten Passagiere vielleicht nochmal ganz kurz, ich weiß nicht, ob er darauf hingewiesen hat, auf den Triplex-Gondeln, auf den Motoren sehen Sie so einen schwarz-grün-roten Stab. Dieser schwarz-rot-grüne Stab hat seitlich, wenn Sie genau, also im Grunde genommen im rechten Winkel zur Tragfläche sitzen, ein Sichtfenster, und in diesem Sichtfenster kann man einen sogenannten Schwimmer erkennen. Dieser Schwimmer muss im grünen Bereich sein, und dann weiß man, dann hat genügend Motoröl im Motor. Und jetzt wird es ein bisschen laut, weil jetzt die Synkreise kontrolliert werden und auch die Propellerverstellung. Ich melde mich dann gleich wieder.
fortsetzen. Also wie gesagt, dieses Steigrohr ist für die Menge des Motoröls zuständig und das dahinterliegende Rundinstrument, diese Analoganzeige, wie man schlecht deuten kann, ist die Menge des Kraftstoffs, den wir in den Tragflächen haben. Also es wird der Zeiger zeigt auf eine Ziffer zwischen 1 und 9 und das multipliziert mit 100 ist dann die Menge Kraftstoff in Litern. Und wir tanken nebenbei in diesem Flugzeug normales Flugbenzin, das ist also ähnlich wie auch Kraftstoff für das Auto, nur etwas höher oktaniger, das ist Abgas 100, also Oktan 100. Außen in den Tragflächen Vorderkanten sehen Sie so gelbe Stäbe. Diese gelben Stäbe sind verantwortlich für das Messen der Luftgeschwindigkeit. Flugzeuge werden ja nach Airspeed, also nach Luftgeschwindigkeit geflogen und nicht nach Geschwindigkeit über Grund. Und damit ist dieses Rohr ein ganz wichtiger Sensor, der uns nämlich den Druck, der durch das Vorwärtsbewegen des Flugzeuges entsteht, eine Messgröße abgibt, wie schnell wir sind in der Luft. An den Tragflächen Hinterkanten hängen so kleine schwarze so Kabelenden runter. Die haben wir nicht vergessen abzuschneiden, sondern das sind die sogenannten Static Discharger oder auch statische Ladungentlader. Das Flugzeug, der Rumpf, lädt sich statisch durch die Luftreibung auf und diese statische Ladung muss wieder abgegeben werden und das wird durch diese kleinen Pinsel, die da hinten raushängen, gewährleistet. An den Tragflächen Hinterkanten haben wir außenbords die Querruder für den Kurvenflug und innenbords, das sind die sogenannten Landeklappen. Und diese Landeklappen werden auch zum Start etwas heruntergefahren, damit das Profil der Tragfläche runder wird, größer wird und damit die Auftriebskräfte verbessert werden. Das ist nebenbei eine Erfindung von Hugo Junkers, dieser Spalt, der dazwischen ist, die sogenannten Spaltklappenverfahren. Und das wurde bis in die heutige Zeit von allen modernen Flugzeugen übernommen. Also auch auf einer Boeing 747 oder auf einem A340 sieht man dieses Spaltklappenverfahren. Das Flugzeug hat jetzt also die Saison fast beendet. Ende Oktober ist dann Ende. Das Flugzeug wird dann hier in Hamburg in die Wartung gezogen und wird ziemlich weit auseinandergebaut. Es werden sehr umfangreiche Kontrollen immer durchgeführt. Die werden natürlich während der ganzen Saison auch durchgeführt, aber solche sehr ausführlichen Kontrollen zusätzlich dann nochmal in der Winterliegezeit. Die Winterliegezeit ist dann zu Ende im März. Dann geht das Flugzeug wieder ins Training. Das heißt, wir müssen dann alle Besatzung wieder trainieren. Das findet in Rechlin statt, also in Ostdeutschland. Und so dass dann immer pünktlich zum 1. April die Saison wieder beginnen kann mit den Rundflügen. Wir bewegen uns, wie Sie sicherlich wissen, in ganz Europa und sind auch für Österreich oder Skandinavien mit diesem Flugzeug. Und ein besonderes Highlight in den 90er Jahren ist gewesen, waren wir mit diesem Flugzeug in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Wir haben eine 9-monatige Rundreise da gemacht. Angefangen haben wir oben in Kanada, um das Flugzeug dort zusammenzubauen. Das ist also mit einem Frachtflugzeug über den Atlantik geflogen worden, mit einer russischen Frachtmaschine. Und die Tragfläche hatte man demontiert und die Fahrwerke demontiert und dann das Flugzeug etwas in einzelnen Bauteilen in dieses Flugzeug geschoben. In Kanada wieder zusammengebaut und ist dann die Ostküste runtergeflogen von Oshkosh, Boston, New York, Washington bis runter nach Atlanta und dann rüber nach Kalifornien, Los Angeles und dann hoch bis in San Francisco und wieder zurück. Das wie gesagt in den 9 Monaten. Ich selbst hatte das Glück von New York bis Atlanta zu fliegen. Es war wirklich sehr eindrucksvoll und für mich eigentlich auch mit das größte Erlebnis in meinem Fliegerleben. Eine technische Besonderheit vielleicht noch für Sie, das Fahrwerk, die Räder dieses Flugzeuges, ursprünglich natürlich auch von Junkers gebaut, mit den dazugehörigen Felgen. Das war sehr schwierig, diese Originalfelgen noch zu bekommen, beziehungsweise eben auch sicherzustellen, dass man entsprechende Reifen dafür bekommt und die werden eben serienmäßig nicht mehr hergestellt und das wäre einfach unendlich teuer geworden, hier eine
ich sag mal, Individuallösung zu suchen oder zu anzuwenden. Und deswegen hat man sich entschieden, ein Reifengröße, die identisch ist, zu benutzen, die aber heute noch am Markt zur Verfügung steht. Und man hat letztendlich dann die Felge und die Reifen von dem A320 gebaut. Das heißt also, die Reifen, die wir an diesem Flugzeug haben, werden auch auf dem Airbus A320 verwendet. Und somit kann man sagen, dass die Reifen beim Start des Airbus schneller drehen, als das dieses Flugzeug fliegen kann. So, jetzt wird es gleich losgehen. Wir werden mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 120 km pro Stunde abheben.
Thank you.
105 km pro Stunde. Südlicher super Empfang hier in Berlin, wunderschönes Wetter. Meine Damen und Herren, als Erinnerung an diesen Flug mit der JU-52 habe ich Ihnen einen Postkartensatz vorbereitet. Es sind sechs verschiedene Postkarten mit der JU-52. Eine Postkarte hat einen Sonderstempel vom heutigen Tag und es ist ein Bordpoststempel der JU-52. Nach der Landung werde ich Ihnen das gerne mal zeigen und wenn Sie möchten, können Sie diesen Kartensatz bei mir für 5 Euro erwerben. Vielen Dank. Butterweiche Landung. Ja, mit Engel fliegen. Ja, die alte Dame kann das einfach. So, liebe Gäste, wir 52 Freunde, die alte Dame aus Wohlbehalten zur Erde zurückgebracht. Ich möchte Sie noch bitten, so lange sitzen zu bleiben, bis wir unsere Parkposition erreicht haben und die Motoren abgestellt wurden. Ich möchte Sie dann bitten, Ihre persönlichen Dinge alle mit aus dem Flugzeug herauszunehmen. Beim Aussteigen denken Sie bitte daran, dass Sie langsam die Treppenstufen runtergehen, weil sie sehr kurz sind. Und bleiben Sie bitte an dem Flugzeug, damit ich Ihnen noch Ihr Handgepäck geben kann. Die JU-52-Crew möchte sich auf alle Fälle von Ihnen verabschieden und wir hoffen, dass Ihnen der Flug von Hamburg hier nach Berlin gefallen hat. Und bleiben Sie gesund, kommen Sie gut nach Hause und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag hier in Berlin.
bis demnächst mal und tschüss. Das sieht bedrohlich schief aus. Ja, danke mir. Thank you.
Es gibt schon Ideen, an einer Stelle werden diese Häuser gebaut, eine große Fläche soll auch frei bleiben. Aber was hier mit ist immerhin eines der größten Gebäude der Welt. Ja? Ja. Ja. Nicht das größte, wahrlich nicht, aber... Ah, es ist